Vielleicht stelle ich mich einfach nur dumm an. Das heißt, ich muss eigentlich hin. Yes. Okay, in dem Moment, in dem ich springe, sollte ich weniger reden. Ach, verdammt, das habe ich wieder nicht gesagt, was ich die ganze Zeit sagen wollte, nämlich. Der Grund, warum ich so lange nicht Let's Played habe, war einfach. Nein, oder? War einfach der, dass ich viele schwere Klassenarbeiten hatte und währenddessen dann immer vor mir hergeschoben habe. Außerdem habe ich meine Tür ausgehängt, was einen nicht unwesentlichen Faktor in dieser Sache gebildet hat. Okay, ohne Plattform ist es natürlich auch scheiße. Die Stelle ist richtig fies. Aber sie geht. Von dem her, es ist nicht die Schuld des Spieles an alle, die sagen, ich bin ein Hater. Ich meine, für Leute, die sagen, ich bin ein Hater, dafür müssten erstmal Leute dieses Video angucken. Eck! Okay, das geht einfach nicht. Ja, das. Ich muss irgendwann anders losspringen. Ich weiß noch nicht wann. Okay, hier sind die Qualle unten und das Ding oben. Ich muss genau in dem Moment, in dem die Qualle runtergeht. Nein, dann ist ja das Ding ganz oben. Das ist so frustrierend. Ich meine, ich denke, ich bin im größten Teil des Spiels einfach tot. Ist das Ding oben? Jetzt geht es runter. So. Okay. Yes! Das war einfach nur Glück. Oh, FPS-Einbruch, ganz böse hier. Der hätte mich fast gekillt. Ja, Mann. Einfach nur ja, Mann. Ich habe es geschafft! Ich bin der Größte! Beziehungsweise die Größte. Jetzt kommt irgendwo ein Hammer aus der Wand und bringt mich um. Ha! Langsam. Man gewöhnt sich hier an diese Seesterne. Beziehungsweise wenn man es weiß, dass diese Dinger hier überall sind. So was Auffälliges wie ein Seestern vor einer Muschel gibt es einfach nicht so oft. Darum ist das jetzt ziemlich offensichtlich. Die Flasche aus. Flaschen sind ja einfach nur diese Levelbelöhnungen. Face my Tomahawk. Ciao. Also, wie ging das jetzt nochmal mit dem hohlen Jan? Purchase. Konfiguration, ja. Steuerung. Uhrwerkbombe. Oh, die Uhrwerkbombe soll ich auch mal wieder. Pfeffermühle, T-Kanone, Regenschirmblock, interagieren, Grinse, Katze rufen, Kamera. Pausemenü, Tabulator, ja. Wie ging das mit dem hohlen Jahren? Tastenbelegung. Hier bestätigen. Oder Moment. Anvisieren, Schrumpfen, ziehen, Ego, Kopf, das muss doch irgendwie sein. Norkompf, Fernkompf, Norkompf, Fernkompf, T-Kanone. T-Kanone ist dann das wahrscheinlich das nächste, was wir bekommen. Interagieren, Pause. Ja. Achso, nein, ja. Nein, ja. Spiel und Daten. Ist immer noch ein. Das war einfach nur, weil ich es nicht gebacken bekomme. Ach, Moment, hier. Waffen wird es sein. Ja. Wir haben 500... Ja, wir können die Pfeffermühle aufwerten auf Stufe Droy. Das, oh, wir haben genau einen Zahn. Einen Zahn genug hier. Die Pfeffermühle ist eine Schnellfeuerwaffe, die heftigstes Niesen verursacht. Die Pfeffermühle... Okay, dann beschreiben wir die Pfeffermühle. Sie sieht ja ein bisschen aus wie Teakholz. Ah, Blei oder Gusseisen als Verzierung. Noch hier richtig alt. Wenn man sie umdreht, sieht sie einigermaßen aus wie eine richtige Pfeffermühle. So ein böser Eber drauf hier. Grainsey, oh meine Fresse, was ist das? Das ist... Okay, jetzt backt das. Moment. Waffen. Hier, was ist... What the fuck ist das?
Es ist jetzt Gold mit Rubinen an goldenen Verzierungen und besteht aus Höllenstahlzeug? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. So, jetzt haben wir eine. Jetzt haben wir zwei rote Waffen. Das sieht eigentlich ganz cool aus, die Pfeffermühle jetzt. Obwohl ich es eigentlich mit Holz auch cooler finde. Das nächste, was wir upgraden, ist dann natürlich eindeutig das, das Warpal-Klingengedöns. Ist einfach nur deswegen, weil das jetzt das billigste ist und man ist ja preisorientiert. Und ich denke, da wir ja alle Waffen eigentlich gleichermaßen benutzen, jetzt die Pfeffermühle nicht so sehr, aber wenn, ich meine, wenn ich die Pfeffermühle benutze, dann verkacke ich damit. Deswegen, die macht jetzt, soweit ich weiß, mehr Schaden und ist schneller, oder? Fassboden. Das schlägt dem Fass den Boden aus. Katze? Das liegt unter dieser Patina des Anstands. Etwas Sündiges, jede Wette. Ja, etwas Sündiges, jede Wette. So, dann... Oh, Fischi. Hallo, Fischi. Ja, du bist so hässlich. Oh, ist der schön. Was soll das heißen? Ich kann die Schneckenhäuser nicht kaputt machen. Scrooge. Wo ist die Wer ist das? Ist das der Zimmermann? Von dem hat... Ach, wie heißt er? Der Schildkröten-Supperich hat er was erzählt. Ich höre eine Schnauze. Leute, ihr könnt euch hier nicht einfach Korallen wachsen lassen. Das veralgt doch alles. Oh mein Gott. Ist das hier so eine Art Steinbruch oder so? Ich sollte aufhören, alles zu imitieren, was ich höre. Ah, sehr schön. Moment. Hier ist dieses wieder ein Schneckenhaus. Ich will noch ganz kurz diese Schnauze finden. Ah, das sieht man ja auch gern. Gleich noch eine von diesen Muschelgeheimgangtüren Schlüsselloch. Ah, jetzt fällt mir auch ein, vorhin, als wir dieses andere gefunden haben, also gerade eben, als wir das Update gemacht haben, da fällt mir ein, als ich in der Schrumpfvision haben wir da auch ein Schlüsselloch an der Wand gesehen, fällt mir auf. Die sind bestimmt auch immer... Man sollte sich einfach viel öfter in solchen Räumen der Schrumpfvision umsehen. Das machen wir gleich mal. Hier ist nichts. Gut, okay, der weist jetzt nicht drauf hin, aber das ist jetzt ziemlich offensichtlich versteckt. Ich finde die Schnauze nicht. Schnauze. Okay, dann gehen wir mal ganz kurz her. Ich glaube, wir kriegen jetzt hier wieder so ein Rosenrot. Also... Würzefeinde mit Salven aus der Pfeffermühle. Gewürzte Piranhas. Schrumpf um lohnende Pfade. Was? Moment, was? Kannst du die ganze Zeit überstehen? Oh mein Gott, nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Warum kämpfen? Ich dachte, ich muss wieder ein Rätsel lösen. Ich will nicht kämpfen. Gott, die weichen aus. Ihr habt nicht auszuweichen. Arr! Ach, das ist wieder das. Dafür brauche ich die Warpal-Klünge. Au! Da hätte ich ausweichen sollen. Da hätte ich auch ausweichen sollen. Die weichen aus. Erfolg? Was? Wut? Man muss ja... Komm, Alice, nicht trödeln. Du hast schon den Zug verpasst. Ich habe den Zug verpasst?
Okay. What the fuck? Okay, neues Minigame. Hier müssen wir kein Rätsel lösen. Hier müssen wir die Zeit überleben. Wir müssen die also gar nicht töten. Deswegen denke ich, das nächste Mal, wenn sowas kommt, werde ich da einfach eiskalt rumlaufen und gar nicht erst versuchen, mich mit denen anzulegen. Ich höre die Schnauze. Ich höre die Schnauze, aber ich finde sie nicht. Schnauze, Schnauze, Schnauze. Das kann nicht wahr sein. Wo ist die? Da, oh mein Gott, die ist da. Vernimm den Schrei der sterbenden Sau. Rick, Rick, Rick. Rick. Ach so, ich dachte gerade, dass er mir jetzt den Zahn da gebracht. Wut. Mal wieder ein kleiner FPS-Einbruch. Es häuft sich gerade. Ist da oben? Nein. Wie komme ich denn da hoch? Hier sind Trappen. Trappity, trappity, trap. Was ist das? Was ist mit der Kamera? Rup. So, was haben wir hier? Oh, oh. Das klingt nach... Oh, nein. Nicht du schon wieder. Okay. Komm schon. Yes, Sir. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da bist du. Hallo. Hallo, kleiner Mann. Schnitze, Schnatz. Wer hat Angst vom schwarzen Mann? Okay, dafür brauche ich den Hammer. So, gehen wir gerade mal weiter. Ich bin heute ein bisschen strange drauf. Ich weiß ja nicht, woran das liegt. Gut, ich war gestern ein bisschen arg lang weg. Ah! Das Varieté und die meisten Theaterstücke sind nichts für junge Menschen. Im Kasperletheater gibt's auch nur vulgäre Familienstreitereien. Ah, okay. Oh, das war wirklich eine Kiste. Ich wollte einfach nur draufhauen. Ah, Glück im Unglück. Sehr schön. Kann ich dich umbringen? Oh, oh nein, es ist eine Meeraltfrau. Oh Gott, diese Augen. Wasserhoftheater. Wasserhoftheater klingt nicht einladend, aber besser als Feuerhoftheater, ich bin ehrlich. Oh Gott, was ist jetzt los? Quallenschleim. Ist das denn... Nein. Igitt, das ist... Au, au, okay, warte. Ich muss... Jetzt. Okay, immer drauf warten, bis sie die Maske zeigen. Das ist natürlich auch was ich mir merken sollte. Kann ich da rein? Nein. Mhm. Tod. Tod. Okay, Spiel zu Ende. Tod. Gut, gehen wir. Sorry, aber... Na. Versuchen wir mal, ob er vor allem, ob ich dem Tod entrinnen kann, ich mit meinen genialen Plattformer-Skills.